Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Death Stranding. In der Episode werden wir uns mal das eine Teil vom Drucker da zurückklauen. Einen Pfad habe ich da schon mal hingezeichnet. Und so wie es aussieht, geht es hoch hinaus. Aber da sind schon ein paar Leute mal hier entlang gegangen. Also werden wir dem Pfad jetzt da mal folgen. Dankeschön. Es mag eine Regel oder eine Gewohnheit sein, aber die meisten Mules nehmen gestohlene Sendungen mit nach Hause. Briefkasten finden, Fracht zurückklauen. Ist ganz einfach. Aber Vorsicht, diese Typen sind bewaffnet. Wenn das schief geht, musst du kämpfen. Aha. Greife den Mule wiederholt mit X an. Okay. Ja, ich hab so das Gefühl, dass ich da vielleicht beim ersten Mal verkacken werde. Aber wie praktisch, da ist ja die Leiter. Haha, da gab's auch schon einige Likes diesbezüglich. Bist du ein Steiler? Was ist das da? Vergiss nicht, Sam. Ehe du dich dem Mule-Ablageplatz näherst, solltest du mit Hilfe eines Wachturms prüfen, wo sich der Briefkasten mit unserer Fracht befindet. Okay. Was war das? Mule-Ablageplätze sind selten verlassen. Du musst also unentdeckt bleiben. Verhalte dich unauffällig und bewege dich langsam und leise. Ah. Okay. Ich glaube, ich gehe mal hier rein. Metalle, Leiter. Also die Leiter würde ich gerne mitnehmen. Schön. Hier runter. Nein, ich glaube, hier rauf. Ich weiß halt nicht. Ich würde sagen, da nach unten. So ein Posting. Wo sind die? Da ist einer und da hinten ist einer, so wie es aussieht. Wir gehen mal kurz darüber. Wenn du einen Mule-Lager infizierst, kannst du dich geduckt vorbewegen, damit deine Schritte weniger Geräusche verursachen. Wenn du die Luft anhältst, bist du noch schwieriger zu entdecken. Okay. Was macht er? Lass mich raten, ich auf den Rücken tragen, das nehmen wir mal mit. Kletter. Ach, und dann kann ich das in den anderen Briefkasten reintun, damit es da temporär sicher ist. Nein! Also, ich brauche das da. Moment mal.
Warum? Ja, auf dem Rücken tragen. Lade Facht Spezialgerät. Okay. Auf dem Rücken verlorene Fracht, Spezialgerät, Leistungs. Das ist jetzt alles auf dem Rücken. Kletterfangung, Resine, Metalle, Metalle. Okay, mal automatisch anordnen. Soll ich noch mehr? 103 Kilo. Metalle, Kletterverankerung, Resine. Ich glaube, ich nehme die Metalle noch mit. Und Resine. 116 Kilo. Automatisch anordnen. Passt. Bestätigen. Okay, und jetzt langsam hier weg. Gut, er hat uns nicht entdeckt. Und da dürfte nichts drin sein. Aber andererseits, wir sind eh total voll. Wir müssen jetzt hier irgendwie rüber. Ja, easy. Ja, einfach da unten bleiben jetzt. Ich traue mich halt überhaupt nicht schnell zu gehen. Das heißt, der Weg war jetzt eigentlich nicht so weit. Da oben ist auch etwas, aber das ignorieren wir jetzt erstmal. So, nochmal scannen bitte. Sieht gut aus. Für dich da hinten alles okay? Wunderbar. Dieser trockene Mond. Ja, noch geht's ja mit der Ausdauer. Ansonsten bleiben wir mal ganz kurz stehen. So, weiter geht's. Das hat sich ja gar nicht refreshed. So, komm, wir gehen nochmal. So, oh, 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 oh. Und jetzt bloß nicht da runter. Ah, ah, ah. Kannst du die Leiter bitte benutzen? Nein! Ah, oh, das ist doch. So, Leiter bitte greifen, wenn es geht. Mules, verdammte Süchtige auf der Suche nach dem Frachtkick. Schlimm genug, dass wir die an der Backe haben. Damals hat das alles die KI erledigt. Unbemannte Fahrzeuge und Drohnen haben die Lieferungen übernommen. Wir konnten ihnen entspannt bei der Arbeit zusehen. Das war revolutionär. Eigentlich schon einzigartig. Es hätte ein Riesenerfolg werden müssen.
wurde es aber nicht. Eine Dienstleistungsbranche ohne Menschen kam bei den Leuten einfach nicht gut an. Also haben wir nach einiger Überlegung eigentlich überflüssige Jobs geschaffen und sie Leuten gegeben, die auf sie angewiesen waren. Und von da an wurde es immer schlimmer. Jetzt gibt es diese Kulte von frachtgeilen Bekloppten, die darauf abfahren, Lieferungen zu klauen. Diese Schakale lauern immer auf den nächsten Booten. Aber du darfst das nicht sein. Verstehe es trotzdem nicht, wie man so geil drauf sein kann, Fracht auszuliefern und so. Aber jeder ist da wohl ein bisschen anders. Alles gut. Ruhe im Boden. Anzug wird dekontaminiert. Schuhwerk in schlechtem Zustand. Austausch im Boden. Ja, werde ich gleich machen. So, erstmal das ganze Zeug hier abliefern. So. Liefern. Verlorene Fracht ist da, oder? Ja, alles bestätigen. Zeit, diesen Chiralendrucker zum Laufen zu bringen. Tut mir leid, dass wir dir so viel Mühe machen, aber vertrau mir, es lohnt sich. Ja, ich muss mal hoffen. Ausgezeichnet. Die Einheit hat nicht einen Kratzer. Ich wusste, du würdest dich zu uns durchschlagen. So, automatisch bitte. Dankeschön. Sam. Stiefel. Yes. Angesichts der Bedingungen da draußen wahrscheinlich nicht besonders gut. Nichts vermiest einem den Arbeitstag so sehr wie kaputtes Schuhwerk. Wenn du so weitermachst, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du dich verletzt. Ich habe Stiefel zu deinen Vorräten hinzufügen lassen. Standardausführung von Bridges. Sollten dir also gut passen. Du solltest immer ein Zweitpaar dabei haben. Falls du es vergisst oder Probleme hast, kannst du an einem Terminal in einer unserer Einrichtungen ein neues herstellen. Alles klar. Na, Interviewtaten. Ach, irgendwann schaue ich mir das auch mal. Was? Ich kann jetzt Brücken bauen? Okay. So. Alles automatisch. Wunderbar. Wir sehen uns. Ciao. Glückwunsch, Sam. Wie ich höre, hast du jetzt Zugang zu einem Chiralendrucker. Dieses äußerst nützliche Gerät funktioniert nur, weil unser Netzwerk sich den Strand auf bestimmte Art zunutze macht und uns die sofortige Übertragung riesiger Datenmengen ermöglicht. Da solche Übertragungen normalerweise Stunden, wenn nicht Tage dauern würden, wurde auch spekuliert, dass das Chirale-Netzwerk im Wesentlichen eine Zeitmaschine sein könnte. Dass es Daten in die Vergangenheit sendet. Natürlich müssen wir die grundlegende Natur des Netzwerks und des Strandes, auf den wir uns stützen, noch richtig verstehen. Man könnte unsere Beziehung zu ihm mit der eines Urmenschen zum Feuer vergleichen. Ist es nützlich? Ziemlich. Ist es gefährlich? Zweifelsohne. Aber die Vorteile wiegen für uns schwerer als die Risiken. Außerdem erscheint es, da GDs und Strand verbunden sind, logisch, dass weitere Studien und Experimente außerordentlich nützlich sein können. Das könnte man natürlich auch über dich sagen. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich etwas herausbekomme. Das verspreche ich. Dankeschön. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen. Also, schauen wir mal, Material nehmen, recyceln, Gemeinschaftskosten, privater Spind, Ausrüstung herstellen. Wir haben den Plan für eine Brücke in dein TCK geladen. Zuerst legst du das Fundament, danach musst du weiteres Material bereitstellen, um den Bau abzuschließen. 800 Metalle. Hätte eine solide Brücke sehr gut. Wenn du eine selbstgebaute Brücke überquerst, bist du froh, dass du dir die Mühe gemacht hast. Ja, ich weiß ja noch nicht. So, ich brauche Werkzeug, Leiter. Benötigt verfügbar Leiter. Ich hätte gerne mal 3 Stück. Ja. Minus 60, ja, das passt.
Ja, auf dem Rücken. Automatisch, danke. So, Metalle. Unquarten. Spind. Hustiefel, Brittstiefel. Wie kann ich die eigentlich austauschen? Stiefelklammer befestigen, ersetzen. Ja. Was mit inneren, mit äußeren? Ist eigentlich total egal. Okay. Und die, was bestätigt sind, kann ich die recyceln? Nee. Sonst habe ich in TCKs habe ich hier ein paar noch. Metalle auf dem Rücken. Fester im privaten Spind. Resine im privaten Spind. Dann passt das erstmal. So, recyceln. Kann ich da die kaputten Sachen wieder recyceln? Alle Kristalle. Okay, bestätigen. So, die Animation kennen wir schon. Vielen Dank für die Unterstützung. Immer gern. Ab diesem Ort ist noch immer dafür, wie wir verteilt sind, dann müsste ich... Okay. Nice. Gemeinschaftskasten. Was haben wir hier noch so drin? Waffen dann auch das Spendenfach nehmen. Okay, nichts Spannendes. Aufträge. Da sollte ich eigentlich auch nochmal rein, will ich jetzt aber nicht. Aufträge annehmen. Lieferung einer Stromversorgungseinheit Windspark. Da müssen wir eh hin. Baubrücke. Sammeln in der zerstörten Fabrik entdeckte Fracht. Ah, das ist eine Gebiet, was wir da nicht gesehen haben. Okay, machen wir das mit der Brücke und das da. Da gibt es einige Gefahren mal wieder, wie immer. Gut. Leider haben wir dabei. Bestätigen. Alles umladen. Okay, Fracht automatisch anordnen. Hätten wir das auch. Ja, gut. Bestätigen. Aufbrechen. Ja, bitte. Danke. Ja, ist schwer, ne? Vielen Dank für deinen Beitrag. Nicht hinfallen. Wird eine angenehme Reise. Danke. Eine angenehme Reise. Okay, Sam. Begib dich zum vorgesehenen Konstruktionsbereich für die Brücke. Das Fundament sollte schon vorhanden sein. Mit deiner Hilfe ist das Ding tatsächlich fertig. In der Nähe sollte ein Terminal sein. Dort kannst du zusätzliches Material einreichen. Ja, und so werden halt über die Community dann Brücken und Straßen gebaut. Und jeder bringt da Materialien dahin. Benjamin Hancock. Sam, anscheinend bist du beim Bauplatz. In der Nähe sollte ein Terminal sein. Dort kannst du weiteres Material einreichen. Okay, Konstruktion vollenden. Material hinzufügen. Okay, fertig. Thank you.
So, komm, automatisch. Oh, dankeschön. Bravo, Sam. Diese Brücke wird vielen Menschen das Leben erleichtern. Sicher werden alle Reisenden und Booten, die durch diese Gegend kommen, von ihr profitieren. Achte auch auf andere Stellen, die eine Brücke gebrauchen können. So, wir sollten noch die Route planen. Was ist eine Markierung? Nicht aufgeben. Briefkasten. Wir tun erstmal alle Markierungen entfernen. Ich würde irgendwie mal sagen, so. So. Und dann hier so drauf. Und hier drauf. Bin gespannt, was das da sein wird. Es sieht nach einem sehr witzigen Gebiet aus. Okay, los geht's. Einmal bitte laufen. Oh, 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 nicht hinfallen. Schon wieder eine Spam-E-Mail. Ja, ich möchte die E-Mail jetzt aber eigentlich nicht lesen. Das ist bestimmt so eine Tutorial-E-Mail. 2, 3, Punkt erreicht. Stimmt, wenn wir eigentlich hier noch irgendwo Kristalle sehen, können wir die eigentlich auch noch mit einsammeln. Geil, Ausdauer wiederhergestellt. Praktisch. Dankeschön. Wegposten westlich von Capitals. Oh, da, Kristall. Gib, gib, gib. Nicht hinfallen. Warte mal, verlorene Fracht, medizinische Instrumente, Wegposten, also Wegposten westlich von Capital Not City. Wo ist der? Da ist ein Verteilerzentrum und du bist dann, warte mal, wo ist das? Ach, nach dahin muss das. Gut, wenn wir wieder runtergehen, könnten wir das mitnehmen und bei seinem Briefkasten hinterlegen. Gut. Und laufen. Da hinten ist auch die nächste. Ach ne, das sind Metalle. 100 Stück. Verteilerzentrum westlich von Capital North City. Medium. Das könnte man dann mitnehmen. Aber erst beim Retourweg. Oder wir legen das Ganze mal da im Briefkasten ab. Das ist was genau, das machen wir. Und dranbleiben. So, da. Hätten wir das? Also die Simulation mit dem Gehen haben sie ja schon geil gemacht. Oh, ein Stück hier noch. Metalle. Ach, und Wind hat jetzt hier auch einen Effekt. Sehr geil. Wo ist das andere Päckchen nochmal? Nach da unten. Wegposten westlich. Ach komm, das nehmen wir dann
so wie geplant mit. Wollen wir nach unten gehen. Da oben das nächste. Big Boston westlich von Captain and North City. So, mitnehmen. Ja, geil, es regnet mal wieder. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. So, nimm das nochmal mit da. Super, die werden da alle in dem Wald da hinten drin sein. ...332 Likes für die Position hier. Lieferte mir angezeigt das Symbol. Ja, ja, okay. Menü öffnen. Pracht. Warte mal, warum? Zum Terminal aktivieren. Ich hab den falschen Button gedrückt. Liefern. Vor allem eine Fracht liefern. Das da. Hä? Nicht anvertrauen. Anvertrauen, lagern, gar nichts tun. Was? Anvertrauen. Bestätigen. Ja, da wird schon so passen, oder? Und kriegt trotzdem Likes für das. Okay. Wacht wurde im anderen okay. Weiter. Gemeinschaftskasten. Was haben wir da drin? Nix. Okay. Nice. Geil, da ist schon der zweite. Warum sind da zwei? Und verlorene Fracht. Verteiler sind im Westen von Capital North City. Ja, nehme ich jetzt mal nicht mit. Komm, du schaffst es. Also er hat vor allem Mühe, da gerade auszugehen. Okay, bitte nicht hinfallen. Ja, sehr geil. Jetzt wird es zum Klettersimulator. Da werden wir zum ersten Mal das Seil brauchen. Wir müssen den ganzen Weg wieder zurückgehen. Allah. Ja, und jetzt fängt es natürlich auch mit dem an. Hey, was ist da unten? Metalle. Jo, und da ist es. Verstehe.
Oh. Es wäre jetzt von Vorteil, wenn ich sehen würde, wo er ist. Da hinten ist eine Markierung. Aber ich gehe mal zu der Markierung hin. Scheiße, vor uns. Dann gehen wir ein bisschen den Berg hier hoch. Links vor uns auch. Super. Ja, geil. Da vorne. Alter. Wir glauben, das kann grundsätzlich so schnell. Nee. Also, ich möchte hier weg. Alter, lass mich doch mal. Ach, Mann. Der ganze Wald ist voll mit denen. Alter. Ja, natürlich doch. Ach Mann, ey. Da vorne ist es auch schon. Komm, wir schaffen das. Bloß nicht entdeckt werden. Ich glaube, wir haben das Schlimmste jetzt hinter uns. Das nächste Mal gehen wir komplett am Rand. Was? Okay, na, seitlich. Ja, komm, wir gehen mal wieder normal. Moin, ich wäre dann auch mal da. Ich wollte nur mal sagen, ihr habt eine total beschissene Location da. Moment, ich muss noch einsammeln. Na bitte. Oh, ja, die Kristalle. Okay. Ich glaube, ich wäre eigentlich so ein Turm auch nicht so schlecht. Verdammt. Alle Wachen sind während des Aufenthalts blockiert. Wacht geprüft. Vielen Dank. Immer gern. Weiß nicht. Ich hätte gern eine andere Bezahlung als nur die Likes, wenn ich durch solche Sachen durchgehen muss. So, liefern. Schön. Fracht wird geliefert. Danke. Mit dieser Einheit sollten wir das Verteilerzentrum über das chirale Netzwerk mit Strom versorgen können. Und vielleicht auch andere Orte. Hoffen wir, dass unsere Elektrizität den UCA hilft. Darf ich mal sehen? Unglaublich. Wie hast du das hergeschafft? Kannst du fliegen? Ja, das war dezent Glück. 1636 Meter waren das. Alles klar. Gesamtspielzeit. 7 Minuten, 5 Stunden 57? Echt so viel? Jetzt brauchen wir nur noch eine Verbindung zum chiralen Netzwerk. Bitte schließ uns an.
Nice. Nächster Sektor. Die Netzwerkbandbreite ist begrenzt und jede errichtete Konstruktion beansprucht welche. Doch mit einer steigenden Verbindungsstufe erhöht sich auch die dir zur... Ja, das kennen wir schon. Okay. Okay, UCR-Mitglied hinzugefügt. Perfekt. Neue Interviewdaten. Der Windbock hat aufgrund des Beitritts in unsere Daten geteilt. Du kannst... Ja, okay. Anschließend wurden neue Funktionen hinzugefügt. Versorgungsanfragen. Brückenlinks. Lieferterminals wurden neu abzumachen, Aufträge annehmen, Standardaufträge liefern, angeforderte Vorräte liefern, Fracht anvertrauen, Garage. Garage nur in Knoten. Ah, oh, wow. Ja, jetzt kriege ich die ganzen Hinweise. Hm. Alles klar. Wir müssen auch endlich etwas beitragen. Danke nochmal. Ich habe gehört, dass der Rest deines Teams tot ist. Das macht deine Taten noch viel unglaublicher. Du bist eine Ein-Mann-Expedition. Ich hoffe, Amelie geht es so gut wie dir. Ob sie Edgenot City schon erreicht hat? Sie hat uns die Verantwortung für den Windpark übertragen. Ich war bei der Nachhut, Amelie bei der Vorhut. Ich habe sie nie persönlich getroffen, aber es war trotzdem eine Ehre, mit ihr zu reisen. Wenn du sie siehst, kannst du ihr das ruhig sagen, ja? Sam, hast du eine Sekunde? Ich habe mit deinem Blut experimentiert. Du hattest anscheinend den richtigen Riecher. Nachdem wir in GD-Gebiet eine aerolosierte Probe deines Blutes versprüht haben, ist die Aktivität gesunken. Das ist natürlich kein endgültiges Ergebnis, da wir keine anderen Wiederkehrer für weitere Testläufe haben. Aber es deutet an, dass die Körperflüssigkeiten von Wiederkehrern GDs abwehren. Mama hatte die Idee, diese Theorie mit einer Waffe zu überprüfen. Der Prototyp sollte bald fertig sein. Würdest du ihn dann für uns testen? Sam, das ist die perfekte Gelegenheit. Wir haben fast die gesamte Region ins chirale Netzwerk integriert. Fehlt noch Port Nord City. Kehre nach Capital Nord City zurück, um Hilfsgüter für Port Nord in Empfang zu nehmen. Wenn du Nein. da bist, können wir dir den fertigen Prototyp persönlich geben. Und noch etwas. Nein. Es sprechen nur selten Boten zu diesem Windpark auf. Wenn du dort bist, solltest du alle offenen Aufträge annehmen. Warum sollte man mit leeren Händen zurückkommen, wenn es etwas zu tun gibt? Sieh dir das Lieferterminal dort an. Ja, das hätte ich sowieso gemacht, aber ich muss wieder in die Hauptstadt zurück. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an seine Glückwunsch, Sam. Du darfst jetzt offene Aufträge annehmen. Sie sind nicht so dringend wie die, die speziell dir zugewiesen werden. Wenn du sowieso in eine bestimmte Richtung unterwegs bist und noch Platz... Ja, das ist klar, das Prinzip. Ja, ist gut. Lass mal schauen. Standardaufträge. Liefern, Stromversorgungsgeräte. Das ist eine Anfrage für einen Materialtransport. Wenn du Einrichtungen hilfst, ihre Lager aufzufüllen, hast du Zugriff auf einen größeren Teil ihrer Materialien. Gebt und euch wird gegeben werden. Okay. Alles klar, also nach dahin Material, oder? Ach nee, nach an Capital Not City. An Verteilerzentrum. Ja, macht ja nicht Sinn, dass wir da hier alles annehmen, ne? Weil ich muss ja da eh wieder hin. Okay, annehmen. Hey, gute Arbeit. Der Windpark, den du ins Netzwerk gebracht hast, ist für unsere Expansion unerlässlich. Als Belohnung habe ich etwas in deinen TCK geladen. Eine Generatorenoption. Generatoren laden die Akkus aller Geräte in der Nähe auf. Etwa von Maschinen, Motorrädern und anderen Fahrzeugen. Okay. Alles klar, dann können wir das Motorrad aufladen. Alle umladen. Ja, wird optimiert. Wir haben jetzt 90 Kilo. TCK haben wir einen. Kletterverankerung, zwei Leitern. Ja, wir haben zwei TCKs. Ja, okay. Gut, passt. Jo, bitte aufbrechen.
das wird jetzt spaßig mit dieser Ladung. Ja, bleib mal da. Okay, wir schauen jetzt mal die Karte an. Jetzt haben wir hier die... Sam, wie ich sehe, hast du gleich mehrere Aufträge angenommen. Wenn du nicht weißt, wie du sie bewältigen sollst, öffne deine Route über deine Handschellen. Sortiere die aktiven Aufträge dann nach der Ja, ist gut. So, Routen. Ich würde es erstmal gern noch da. Was hat's das eigentlich mit dem... Was nach Nähe? Okay, jetzt hat er das so gemacht. GD-Gebiet. Was heißt das hier? Online-Shit nicht aufgeben. Liker bekommen Likes. Da hat's eine Leiter, da hat's eine Leiter. Also ein paar Leute sind hier so seitlich gegangen. Und, warte mal, oder sind das wir gewesen, was da so seitlich waren? Okay, wir machen Markierung setzen. Und wieder hier hin. Und wieder runter. Okay. Ja, so ungefähr habe ich jetzt da meine Route. Das sollte passen. Ich kann dir nicht genug danken. Wirklich nicht. Ja, immer gern. Aber du kannst auch gern mal persönlich rauskommen. Also ich speise ja nicht. Jo. Leute, Plan ist folgender. Ich werde jetzt hier mal wieder durchgehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder, wenn ich bei diesem Motorrad bin. Dann werden wir diesen Generator da bauen. Und dann hoffentlich schneller unterwegs sein. Also seit zu Fuß rumlatschen. Ja, ist ein bisschen doof. Vor allem bei der Distanz, die jetzt immer größer wird. Also, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und dann bleibt's gesund. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.